Herzlich willkommen, mein Name ist Gunther Krüger. Dieser Film ist für das deutschsprachige Publikum. Ich danke euch für euer Interesse. Das Thema heute: Alterungsprozess, Funktionsverlust, Krankheiten. Muss das so sein? Ist es automatisch so, dass wir im Lauf der Zeit an Kraft verlieren müssen, natürlicherweise, dass wir schwächer werden, dass wir Krankheiten zu erwarten haben und so weiter und so fort? Ist das ein natürliches Gesetz? Und meine Aussage dazu ist, nein, ist absolut nicht der Fall. Das ist zwar in den meisten Fällen zu beobachten, das bedeutet aber nicht, dass das eine natürliche Gesetzmäßigkeit ist, dass das auch wirklich so sein muss. Gut, was liegt meiner Rede hier zugrunde? Das möchte ich kurz erläutern. Die Hypothese: Wenn unsere Geistesgegenwart, wenn deine Geistesgegenwart vollkommen in deinem Körper anwesend ist, das heißt, wenn du in dem Körper zu Hause bist, in jedem Teil, in jeder Zelle, dann bist du automatisch bei voller Kraft. Der Körper funktioniert perfekt. Und die Zellen wachsen, werden erneuert. Regeneration passiert automatisch die ganze Zeit. Wenn aus irgendeinem Grunde die Geistesgegenwart reduziert ist, in einem bestimmten Körperteil, dann führt das in der Folge zu einem Funktionsverlust. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr voll da, die Energie in Folge ist auch nicht mehr voll da und nach verabschiedet sich dieses Körperteil von seiner Funktion, für die es eigentlich angelegt ist. Nach einer gewissen Zeit dann wird das wahrnehmbar. Vielleicht erstmal durch eine Schwäche, irgendwann dann mal vielleicht durch die Empfindung von Schmerz und dann irgendwann mal vielleicht durch eine diagnostizierte sogenannte Krankheit. Das kann passieren. Es gibt noch einen anderen extremen Fall. Wenn die Geistesgegenwart im Körper sich vollkommen verabschiedet, nicht nur aus einem Körperteil, sondern aus mehreren, die vielleicht wichtig sind, Organe, die lebenswichtig sind, und die Bewusstheit sich dann irgendwann komplett verabschiedet, dann nennen wir das den physischen Tod. Das heißt, wir haben die Möglichkeit des totalen Lebens, der totalen Gesundheit, des totalen Wohlbefindens, wenn die Geistesgegenwart vollkommen im Körper anwesend ist. Wir haben den anderen Pol der totalen Abwesenheit der Bewusstheit im Körper. Das nennen wir den Tod. Das heißt, die Bewusstheit ist raus, der Körper bleibt liegen als Material und löst sich dann so langsam auf. Und dann haben wir natürlich dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, noch unzählige Ebenen an möglicher Bewusstheit, an möglicher Energie, an Möglichkeiten überhaupt, die wir dann ausdrücken können. Gut, wie kommt das zustande, dass die Bewusstheit sich verabschiedet aus irgendeinem Körperteil? Durch Erlebnisse, die wir im Lauf der Zeit machen. Wir alle erleben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Ohne Unterbrechung, pausenlos. Und all diese Erfahrungen laufen durch unseren Körper. Die erleben wir körperlich. Wenn diese Erfahrungen unangenehm sind, und das kommt halt auch gelegentlich vor,
dann führt das dazu, dass sich der Körper an der entsprechenden Stelle, an einer Stelle, die damit verbunden ist, zusammenzieht und an Lebendigkeit verliert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das wieder loszulassen, das zu beatmen, sich das wieder lösen zu lassen, dieses Trauma des Tages oder was es auch immer war. Und das Ganze nennen wir dann Regeneration. Sowas passiert bestenfalls im Schlaf. Wenn diese Erfahrungen, diese unangenehmen Erfahrungen allerdings stärker waren, eine höhere Energie haben, dann genügt das vielleicht nicht mehr, diese Regeneration, die wir zum Beispiel in den Phasen des Schlafs machen können. Und dann braucht das bewusste Arbeit, diese Traumata wieder zu lösen. Das machen allerdings nur die allerwenigsten. Die Mehrheit der Menschen sammelt einfach diese Eindrücke, sammelt diese Traumata und zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn der Körper oder das entsprechende Organ eine kritische Masse an Belastung durch solche Eindrücke trägt, dann kommt es zu Schwäche, Schmerz und Krankheit. Was passiert dann? Im Falle von Schmerz, dann wählen die meisten Menschen die Option, eine Medizin einzunehmen, die bewirkt, dass diese Empfindung von Schmerz unterdrückt wird. Oder wenn das schon sich mehr manifestiert hat, stärker manifestiert hat, als Krankheit bezeichnet wurde, dann wird das in den meisten Fällen operativ entfernt. Und so hat man dann irgendwann aus einem Körper, der ursprünglich mal vollständig funktionsfähig war, nach und nach Teile verloren und im Fall von Krankheiten und Operationen vielleicht sogar das eine oder andere Organ verloren, weil es einfach abgeschnitten wurde. Was gibt es für Optionen? Muss das so sein? Muss es zwangsläufig so sein, dass wir während des Lebens alle möglichen Eindrücke sammeln, diese negativen Erfahrungen oder schmerzlichen Erfahrungen in uns sammeln, bis wir irgendwann so belegt sind davon, dass wir an Lebendigkeit verlieren? Nee, das muss nicht so sein.